Hallo, liebe Freunde, da sind wir schon wieder bei Silent Hill 2. Ja, es hat ein bisschen länger diesmal gedauert. Wie so oft bei mir. Ich versuche es öfters jetzt mal, meine Let's Plays zu machen. Ich habe ja auch diesmal viele positive Privatnachrichten oder Kommentare gekriegt zu Silent Hill 2, dass das den Leuten wirklich gefällt. Nicht wie bei den anderen Let's Plays, da war irgendwie immer tote Hose. Ja, dann machen wir weiter. Wo wir nicht wissen, wohin wir müssen. Aber egal. Durchsuchen wir eben einfach alles nochmal. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Fuck. Was war das bitte? Was steht da hinten? Was ist? Bleib weg von mir. Fernseher. Kamera. Eine Uhr. Die Uhr ist um 11:06 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Woher sieht er die Sekunden bitte? Okay. Das Zifferblatt ist geschossen und verriegelt. So kann ich die Zeit der Uhr nicht berühren. Nee, ist nicht wahr. Wieso möchtest du die Zeiger der Uhr berühren? Was ist überhaupt? Ich glaube, das war letztes Mal, aber nicht, als wir irgendwann mal in diesem Raum waren. Wehe, du wirst wach. Wehe, du wirst wach. Zu viel Fernsehen ist ungesund, Kinder. Seht ihr? Schlüssel? Schlüssel! Wir kommen weiter! Ich werde verrückt. Karte 202. Dahin. Das komische Vieh, was da stand, ist weg. Okay. Ich will. Deswegen laufen hier jetzt wieder Viecher rum. Wow! Karte? Nicht durch was machen? Karte? Ich bin vorbeigelaufen. Los, geh da rein. So. Küche müsste wieder hier sein. Eine Küche, wo es rot leuchtet. Das möchte ich jetzt genauer sehen. Oh. Auch nicht.
Auf dem Boden liegt ein toter Schmetterling, sonst gibt's ja nichts Interessantes. Nein, die komischen Geräusche und das Loch da in der Wand sind nicht interessant. Hast recht. Hallo? War's das? Es ist dunkel, um sicher zu sein, es können. Aber ich glaube, da ist er. Willst du es untersuchen? Klar! Sieht so einladend aus, ne? Ja, greif schön rein mit deinem Patt-Händchen. Ja. Hast du was gefunden? Schadenschüsse mit der Uhr. Gut. Hallo. Na, alles fit im Schritt. Und wieder zur Uhr. Was fange ich überhaupt mit der Uhr an? Auf welche Uhrzeit stelle ich die? Gute Frage, nächste Frage, ne? Mal sehen. Ah, da steht was an der Uhr geschrieben. Die Namen der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Hä? Sie lässt sich nicht verschieben, egal wie sehr sich die Schiebe bewegt. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. Ah, da ist der Sekundenzähler, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, dann benutzt den Schlüssel. Oh Mann, muss man dir das auch noch sagen, oder wie? So, wie viel Uhr habe ich denn gerade bei mir? Vielleicht ist das ja richtig. So. Ich sollte mal so Infos oder solche Sachen mal durchlesen. Oder ich hätte, sollte meine alte Folge vorher loslesen. Deine Hand von verschiedener Höhe stehen. Die dicke, die lange und die dünne. Langsam zu schnell. Von langsam nach rechts sie gehen. Scott. Nicht auf drei. Sondern 15. Hä? Ich bin zu blöd für Rätsel. Warte, nochmal. Also, drei Nadeln von verschiedener Höhe stehen. Die dicke, die lange, die dünne. Von langsam zu schnell nach rechts. Sie gehen. Scott auf 3. Sondern 15. Gut, ja, Scott wird wohl der Sekundenzähler sein, die dünne. Aber was ist mit den anderen? Steh. Ich verstehe es nicht. Hallo?
Kannst du mir mal sagen, wann es gut ist? Nein. Ich glaube, ich kann hier komplett im Kreis drehen. Das ändert nichts an der Sache. Oh. Ich werde verarscht wieder vom verdammten Spiel. Rätsel, Rätsel. Ich hasse. Nein, eigentlich hasse ich Rätsel nicht, aber das hier gefällt mir ganz so gar nicht. Ich bin zu doof dafür. 15. Warte. Naja, ist nur eine Idee. Ich glaube zwar nicht, dass es richtig ist. Nein. Nochmal. Drei Nadeln von verschiedener Höhe stehen. Die dicke, die lang, die langsam zu schnell, von langsam zu schnell. Nach rechts sie gehen, es kommt nicht auf 3, sondern 15 rot. Mann, 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 Mann. Es kommt nicht auf 3, sondern auf 15 rot. Es kommt nicht auf 3, sondern auf 15 rot. Nicht auf 3, sondern auf 15 rot. Es geht nicht auf 3, sondern auf 15 rot. Ja. Da war ein Geräusch. Da war ein Geräusch. Mann. Ich war nah dran, wie es scheint. Okay, es tut mir leid, das hier habe ich jetzt nur per Zufall gelöst, aber. Haha, ja, der Gang sieht so vertraut aus, da will man sofort reingehen. Klar. Er sah so einladend aus. Ich musste einfach reingehen. Ach, wenigstens ein Speicherpunkt. Ich glaube, dann beenden wir auch gleich mal diese Folge. Ich glaube, ich nehme zwar sofort noch eine auf, die ich sofort zwei aufgenommen habe. Jetzt fängt sie wieder an, der Schloss ist kaputt. Wo bin ich überhaupt? Zimmer 209. Okay. So, Pause.